Wir reden über viele Sachen, die man machen müsste. Wir sind ein wenig in die Konjunktivform hineingerutscht. Wie werden wir etwas konkreter? Wie gehen wir hier heute raus und sagen, das passiert ab morgen anders? Wie überzeugen wir die Leute davon? Werner Sobeck, ihr arbeitet schon an dem zweiten und dritten Band, die Umsetzung, oder nicht? Ja, ich. Du, dann spoiler mal ein bisschen. Was heißt, du sollst ein bisschen verraten, was im nächsten Kapitel passiert. Damit wir jetzt schon mal voranarbeiten können. Na, das passt noch nicht so richtig, weil in dem nächsten Kapitel, das heißt ja über die uns verbleibenden Korridore. Also das erste Band heißt von dem, was ist. Also was finden wir vor, was haben wir getan, was ist der Status quo. Und darauf aufbauend kann man jetzt sagen, gewisse Dinge, gewisse Entwicklungen wurden eingeleitet in der Vergangenheit. Also beispielsweise ein rapides Bevölkerungswachstum. Das kann man nicht einfach so abbremsen. Ne? Oder beispielsweise Verteilungsprobleme von Nahrungsmitteln oder von Wasser. Das wurde eingeleitet. Und wie lässt sich das extrapolieren? Und in welcher Form kannst du denn da überhaupt noch etwas verändern in einer gegebenen Zeit? Und diese gegebene Zeit sehe ich ungefähr als 30 Jahre an. Weil wenn wir in dieser Zeit die Kurve nicht kriegen, dann kriegen wir sie nie mehr. Man kann jetzt beispielsweise nicht sagen, ja, okay, es gibt es einfach eine Null-Kind-Politik oder solche Sachen. Ne? Sondern das hat ja auch etwas zu tun mit Lebensgewohnheiten, mit Traditionen und so weiter. Ein gutes Beispiel ist Indien. Indien hatte im Jahr 1950 eine biologische, eine Reproduktionsrate von 5,8. Das heißt, jede Frau hat in ihrem Leben 5,8 Kinder geboren. Heute ist die Reproduktionsrate 2,1. Aber von den 1,4 Millionen Indern sind 770 Millionen jünger als 25. Das heißt, da hast du ungefähr 375 Millionen Damen, Frauen, die vielleicht noch weniger Kinder bekommen wollen als 2,1. Aber wenn du das aufaddierst, dann ist es eine weitere Zunahme der Bevölkerung um 500 Millionen bis ins Jahr 2050, weil die Alten werden durch medizinische Versorgung etc. immer älter. Und die Jungen, selbst bei einer niedrigen Reproduktionsrate, werden entsprechend mehr. So, und das muss man jetzt nehmen und muss sagen, was bedeutet das? Du kannst jetzt sagen, wenn die einen Minimalbaustandard bekommen, dann sind es 300.000 Millionen Tonnen Beton für Indien zusätzlich in den nächsten 30 Jahren. 300.000 Millionen Tonnen. Kann sich überhaupt niemand vorstellen. Dann reden wir von Wasser, dann reden wir von Ernährung und von Ähnlichem. Und an diesen Dingen arbeite ich jetzt gerade, ne? Und dann stellst du halt immer wieder fest, ja, letzte Nacht habe ich total schlecht geschlafen, dass du eben wieder mal belogen wurdest von dem einen oder von dem anderen. Ne? Und dann bin ich eben so, dass ich das ausgrabe und nicht vorher ins Bett gehe, bevor ich den Stein nicht richtig ausgegraben habe. Aber dann vergehen doch noch viele Nächte, bis wir Handlungsempfehlungen für unsere tägliche Arbeit geben. Nein, es kommen ja, die Handlungsempfehlungen gebe ich doch schon seit 1988. Also ich sage, wir müssen recyclinggerecht bauen. Wir müssen recyclinggerecht bauen. Wir müssen eine Dokumentation anlegen in den Plänen, wer hat was geliefert, wie ist das Material einzustufen. Wir müssen die Dinge nicht mehr miteinander verkleben, unlösbar, sondern wir müssen sie mit wenigen unterschiedlichen Schraubtypologien miteinander verschrauben. Damit derjenige, der das Haus auseinanderbauen muss, nicht mit 470.000 Schraubenziehern um die Ecke kommen muss, sondern eben mit drei. Und lauter solche Sachen bauen wir doch schon ein. Das ist doch Philosophie. Das habe ich 25 Jahre am Institut unterrichtet. Und meine Schülerinnen und Schüler, die wissen das. Und ich hoffe auch, dass sie das langsam in die Szene reinbringen. Dann ist doch der ganz große Richtungsschwenk nochmal, wir haben kein Energieproblem. Wir müssen nicht weniger Energie verbrauchen, sondern wir müssen die Emissionen auf Null herunterfahren. Und zwar in der Nutzungsphase wie in der Herstellphase. Das ist wichtig und das müssen wir tun. Glücklicherweise haben wir jetzt ein Klimaschutzgesetz. In dem Klimaschutzgesetz, das ist das erste planwirtschaftliche Gesetz unserer Republik, wird festgeschrieben, wie viel Jahr für Jahr die einzelnen Sektoren in unserer Gesellschaft noch emittieren dürfen. Wenn Sie das befolgen, dann bedeutet das für das Bauwesen, dass Sie zwischen 2022 und 2030, wenn Sie die Technologie nicht verändern, das Bauvolumen nur noch halbiert umsetzen dürfen im Jahr 2030. Das heißt, die großen Firmen und Büros, die können jetzt schon mal anfangen, Leute freizusetzen. Wenn wir das nicht tun, dann reißen wir das 1,5-Grad-Ziel. Das heißt, es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als das zu befolgen.
dass das unglaublich schwierig ist, ja, das weiß ich doch, aber ich meine, ich habe die Fakten dargelegt, ich halte jede Woche x Vorträge, ich schreibe Bücher, viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen das Gleiche, es kommt ja langsam in die Szene hinein. Nur dass wir merken, ist auch, dass das Wissen mit dem Handeln so gut wie nichts zu tun hat. Detlef, du würdest dazu Stellung nehmen. Ja, ich möchte das unterstützen, auch das Klimaschutzgesetz. Also das ist revolutionär und viele haben es nicht begriffen. Und vor allem wurde es ja noch revolutionär, weil die Fridays for Future dagegen geklagt haben, also unsere junge Generation, und durchgesetzt haben, dass die Ziele jetzt umzusetzen sind und nicht erst in 30, 50 Jahren von der jüngeren Bevölkerung. Und es braucht diese restriktiven Themen, die Limits. Ich meine, in der Corona-Pandemie hatten wir Inzidenzen. Das war auch wichtig, gerade am Anfang. Aber wir haben noch keine CO2-Inzidenzen, beziehungsweise sind meisten noch nicht bewusst, dass wir sie eigentlich haben sollten. Dann denke ich, ist vieles immer noch viel zu billig. Also wir haben ja 10, 20 Jahre mit total verbilligten Energiepreisen gearbeitet und unsere Ökonomie darauf aufgebaut, uns auch abhängig gemacht von autokratischen Systemen und haben im Grunde nicht nur CO2 verpulvert, sondern uns auch abhängig gemacht. Und jetzt sind alle besorgt über hohe Gaspreise, aber eigentlich ist es der angemessene Preis. Noch besser wäre natürlich, die erneuerbare Energie schon früher umgesetzt zu haben. Und das Thema Mobilität, im Grunde auch viel zu billig. Ja, warum darf ich immer noch umsonst in einer Stadt parken, in vielen Städten? Warum eigentlich? Warum gibt es so massive Subventionen weiterhin im Autoverkehr und eben auch keine Tempolimits? Wir sind in vielen Bereichen, haben wir ja starke Energiesparmaßnahmen, aber eben nicht im Autoverkehr. Auch da Benzin natürlich viel zu billig. Natürlich hat das alle soziale Komponenten, aber da muss ich dem in anderen Bereichen dann wieder dagegen arbeiten. Aber wenn ich die Energiewende ernst nehme, muss ich eben die Preisschraube anders diskutieren. Ich muss das spüren. Also Restriktion, Preis, aber auch Bewusstsein, also Aufklärung. Und ein wichtiges Thema war ja gerade auch noch die Bodenpolitik. Es gibt jetzt große Papiere, auch von der Deutschen Akademie für Städtebau, Landesplanung, jetzt für den letzten Wahlkampf geschrieben. Der entscheidende Punkt ist die Bodenpolitik. Dann sind wir wieder bei Restriktionen, oder sagen wir mal bei Regelungen. Also warum ist es richtig, dass bestimmte Leute, zum Beispiel in Stuttgart, enorm profitieren von Bodenwertsteigerungen, obwohl sie nichts dafür tun, und andere Leute eben verarmen? Und warum kann ich das entweder nicht abschöpfen oder limitieren, damit das Bauen am Ende wieder preisgünstiger wird und ich auch preisgünstigen Wohnraum realisieren kann? Also sind wir auch so bei ganz grundsätzlichen Fragen und merken auch, dass wir bestimmte Themen auch nur grundsätzlich angehen können. Natürlich wollen wir dichter bauen, wir wollen nachhaltig bauen, wir wollen klimaneutral bauen, aber es müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen. Und sie stimmen an vielen Ecken und Enden leider nicht. Und deshalb plädiere ich auch sehr dafür, das als Gesamtsystem zu sehen und eben auch die sozioökonomischen Faktoren immer mitzudenken. Kaspar, du wolltest. Ja, ich war, wir reden ja oft über etwas, was für uns noch so wahnsinnig abstrakt ist. Also wir beschäftigen uns zurzeit gerade sehr stark mit der Frage, wie können wir das denn eigentlich mal visualisieren? Wie können wir denn visualisieren, dass wir alle, die wir hier in dem Raum drin sitzen, im Jahr 10 Tonnen CO2 emittieren. Also sprich eigentlich der Raum hier gar kein Volumen mehr hat, ne, wenn wir das mal alles hier reinbringen würden, was wir dabei haben. Und wir reden ja auch oft im Bauen darüber, was wir alles einsparen. Das stimmt ja einfach nicht. Das ist ja eine glatte Lüge. Also das ist ja so, wenn ich sage, also ich habe mir ein paar Schuhe gekauft und ich habe 50 Euro gespart. Ich habe nicht 50 Euro gespart, ich habe 100 ausgegeben. Also es stimmt einfach nicht. Und genau das ist, sagen wir mal, ein Thema, wo wir glauben, da steckt eigentlich ein wichtiges Thema für unsere Branche, für die Architekten drin. Wir machen heute, ich sage mal, wenn ich mit dem Bauherrn zusammensitze und er sagt mir ein Grundstück und wir gucken uns das an und wir überlegen, was man drauf planen kann, dann kann ich ihm relativ schnell sagen, was man ungefähr da so drauf bauen kann. Also ich kann ihm relativ sagen, wie viel Fläche er ungefähr bekommt. Ich kann ihm auch sagen, was es ungefähr kostet. Das ist jetzt so im letzten Jahr etwas schwieriger geworden, muss ich zugeben. Und ich kann ihm auch sagen, wie lange es dauert. Was ich ihm allerdings noch nicht richtig sagen kann, ist, was sein Gebäude eigentlich emittiert. Und du hast gerade gesagt, du warst in Amerika. Ich war im Sommer auch in Amerika. Das ist unfassbar, was dieses Land an Müll produziert. Also uns ist überhaupt nicht gelungen, mit einer fünfköpfigen Familie nicht am Tag mindestens zwei große Mülltüten voll zu bekommen, weil alles nur verpackt ist. Aber was interessant ist, aber wenn du zum Beispiel Lebensmittel kaufst, überall stehen die Kalorien drauf. Überall steht alles drauf, alles, was da drin ist.
Aber bei uns beim Bauen, kein Mensch, kaum ein Mensch, weiß eigentlich, was sein Haus für eine Herstellungsenergie aufgebracht hat, was sein Haus für einen Verbrauch hat. Und ich glaube, da müssen wir einfach ganz, ganz schnell ran, dass wir mal für uns selber überhaupt die Zahlen feststellen, um zu wissen, was ist denn überhaupt realistisch? Weil wir reden ja immer darüber, was wir alles erreichen wollen. Die Frage ist doch, was wir auch erreichen können. Und wir müssen auch, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ich sage das auch unseren Mitarbeitern immer, ich sage, seid mal nicht so frustriert an vielen Stellen, wir müssen auch manchmal kleine Schritte gehen. Wir werden nicht morgen schon alles erreichen, was wir uns vornehmen. Aber wenn wir zumindest mal die ersten Schritte in die richtige Richtung machen, dann sind wir schon mal auf dem richtigen Weg, wenn wir das Bewusstsein wecken und wenn wir die Dinge transparent machen. Und ich habe gesagt, eigentlich möchte ich für unser Büro in ganz kurzer Zeit für jedes meiner Projekte, für jedes unserer Projekte wissen, was bedeutet das eigentlich in grauer Energie und was bedeutet das sozusagen auch an Verbrauch während seiner Lebenszeit. Und dann habe ich im Endeffekt eine Basis, von der aus ich arbeiten kann. Dann weiß ich ungefähr beim Büro, vielleicht liegt es heute, sagen wir mal, so auf einen Quadratmeter bei 500 Kilo, die ich so habe. Vielleicht 500 bis 700, je nach Standard. Und vielleicht ist das Beste, was ich erreichen kann, 280. Und jetzt kommt ja die andere Frage, wie viel darf ich denn eigentlich noch emittieren? Weil wir können ja eine gewisse Menge emittieren. Die Erde hat ja die Möglichkeit, eine gewisse Kapazität auch wieder aufzunehmen. Das heißt, ich muss ja eigentlich mal für mich runterbrechen, dass ich Ziele definiere, die ich auch erreichen kann. Also sprich, die Latte nicht so hoch hängen, dass wir alle unten drunter jubelnd herlaufen, sondern die Latte so hängen, dass wir auch tatsächlich drüber springen können und ganz schnell an das Ziel kommen.